Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, heute soll es mal darum gehen, wie du in kürzester Zeit ja gute Blogartikel erstellen kannst. Und ja, guten Content zu erstellen, das ist gar nicht so leicht, wie es sich zunächst mal anhört. Und als ich begonnen habe, ja, regelmäßig Blogartikel zu erstellen, ja, da musste ich das am eigenen Leib ja feststellen. Und auch in manchen Coachings, ja, erlebe ich es immer wieder, dass ja das Erstellen von Content für viele ja zunächst mal eine große Hürde ist, die man erstmal nehmen muss. Und im Laufe der Jahre, ja, habe ich mir dann ja das ein oder andere Wissen im Bereich Content erstellen eben einfach angeeignet. Und zwei Menschen, die mich in dem Bereich ja enorm ja weitergebracht und beeinflusst haben, das war zum einen der Vladi Melnik vom Affenblog. Die Links werde ich auch dann noch in den Shownotes bereitstellen. Der Vladi gibt auf seinem Blog ja sehr, sehr viel wertvolle Tipps rund ums Thema Blogging, Inbound-Marketing, ja, Content erstellen und so weiter, weiter. Und eine weitere Person, die mich stark beeinflusst hat, war Michael Hyatt, weil er hat mir, ja, oder er hat mich auf die Idee gebracht, quasi meine Blogartikel nach einem festen System zu erstellen. Und ich habe zunächst begonnen, seinen Workflow eben einfach eins zu eins zu übernehmen, da ich selbst ja sehr, sehr stark Evernote nutze und er seine Blogposts ebenfalls ja mit Evernote ja vorschreibt und erstellt. Und wie er das macht, das beschreibt er in seinem Artikel How to Use Evernote as a Blogger. Den Link stelle ich dir ebenfalls in den Shownotes bereit. Und im Laufe der Zeit habe ich dann meine Arbeitsweise einfach immer weiter auf meine Bedürfnisse angepasst und eben weiter optimiert und eben mir so meinen eigenen Workflow für das Erstellen von Blogartikeln dementsprechend ja quasi kreiert. Und den möchte ich gerne heute mit dir teilen. Mir hat dieser Workflow oder dieser ja, Arbeitsablauf einfach geholfen, ja, in kürzerer Zeit ja bessere Blogartikel zu erstellen. Und im Wesentlichen umfasst der, ja, der Workflow quasi sechs Schritte. Zum einen ist der erste Schritt, ja, dass man das Thema des Artikels festlegt und dass man ja Ideen für den Artikel findet. Im zweiten Schritt geht es dann an die Recherche für den Inhalt für den Artikel. Im dritten Schritt ist es dann so, dass man ja den Inhalt erstellen muss. Und im Schritt 4 gehe ich dann immer dran, die Metadaten zu erstellen und den Blogartikel ja suchmaschinenfreundlich zu machen. Im fünften Schritt erstelle ich dann den Entwurf und überarbeite das Ganze, bis der Blogartikel quasi fertig ist zur Veröffentlichung. Und im sechsten Schritt ja, geht es dann an die Veröffentlichung und an das Marketing quasi des Blogartikels. Und damit das Ganze da ich oft auch parallel an mehreren Artikeln dann eben arbeite, dass ich da den Überblick nicht verliere, habe ich noch ein weiteres Tool im Einsatz. Also das eine Tool ist Evernote, mit dem ich dann quasi ja diesen Workflow in der Praxis erarbeite. Und dann habe ich noch mein Trello. Das Trello-Board ist ebenfalls in die sechs Bereiche untergliedert, gehe dann darüber noch hinaus, wo ich dann meine Content und so weiter noch veröffentliche. Und Trello hat für mich einfach den Vorteil, ich habe mir quasi so eine Art Produktionsstraße angelegt, wo ich dann einfach immer sehen kann, in welchem Bereich oder mit welchem Artikel ich in welcher Phase gerade bin. Ich mache das gerade mal hier so zum Beispiel. Ja, so habe ich dann immer einfach den Überblick, okay, welcher Blogartikel befindet sich jetzt in welchem Bereich, und so habe ich halt dann einfach den Überblick. Ganz oben findest du oder habe ich mir immer eine Beschreibung erstellt, sodass ich einfach, ja, wenn ich drauf gehe, draufklicke, einfach ja die Punkte sehe, die abgearbeitet werden müssen und welche Tools ich dazu verwende. Und das hilft mir dann einfach dementsprechend, das alles ja ich sag mal, in ein System zu bringen. Man kann den Artikeln eben auch noch dann Fälligkeitsdatum geben, sodass man einfach sieht, okay, bis wann muss denn der Blogartikel dann auf dem Blog veröffentlicht sein. Und ja, durch die Labels, also durch diese Markierungen hier oben sehe ich dann einfach, okay, habe ich mit dem Blogartikel schon begonnen, dann ist es gelb, ist der Blogartikel noch nicht begonnen, dann ist er rot, und wenn der Blogartikel dann quasi fertig ist, kriegt er dann das Etikett, das Label grün. Okay, aber nur so viel dazu, dass du auch den Hintergrund verstehst, und in jedem dieser Kärtchen hier ist dann quasi der Link zu meiner Evernote-Datei, sodass ich einfach durchklicke, dementsprechend dann sofort in Evernote wechseln kann und dort dann weiterarbeiten kann. Okay, zurück zu Evernote.
Schauen wir uns den Prozess im Einzelnen an. Im ersten Schritt geht es ja um das, geht es ja darum, Ideen zu finden und das Thema des Blogartikels festzulegen. Und für mich war zu Beginn immer ganz schwierig, wenn ich kein Thema hatte, über das ich schreiben konnte, wenn ich erst recherchieren musste oder mir erst etwas einfallen lassen musste. Und das hat mir dann einfach so immer ein bisschen den Spaß an der ganzen Geschichte genommen. Ja, vielleicht noch an dieser Stelle ein Wort ja zu Evernote. Evernote ist das Tool meiner Wahl für diesen Prozess, da ich ja auf Evernote ja alle Geräte automatisch miteinander synchronisieren kann. Und so habe ich halt immer alles in einem zentralen Ort, habe keine Zettelwirtschaft und kann quasi ja von jedem Ort, von jedem Gerät ja auf meine Artikel zugreifen. Und ja, damit mir eben die Ideen nie ausgehen, habe ich mir ein paar Tools an die Hand oder ein paar Tools zurechtgelegt, mit denen ich arbeite. Ich habe irgendwann begonnen, eine Ideenliste zu führen. Die führe ich ebenfalls in Evernote. Immer wenn ich ja eine Idee habe für einen Blogartikel, dann kommt es zuerst mal auf die Liste. Genauso verhält sich es mit den Aha-Momenten. Das heißt, wenn ich irgendwo etwas lese, irgendwo ja was höre oder irgendwas sehe oder mir irgendwas in den Sinn kommt, wo ich sage, das ist eine Erkenntnis, über die kann ich schreiben, dann kommt die ebenfalls auf diese Liste. Und so habe ich dann immer da einen Fundus, wo ich eben auch drauf zurückgreifen kann, wo ich über die Ideen und über die Aha-Momente dann dementsprechend ja schreiben kann. Eine weitere gute Quelle ist über Suggest.io. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Geschrieben ubersuggest.io. Das ist ein Tool zur Keyword-Recherche, mit dem kann man sehr, sehr gut Longtail-Keywords recherchieren. Und man gibt zum Beispiel in das Suchfeld dort einfach das Keyword, wie jetzt hier zum Beispiel Bloggen ein. Man wählt aus, ob man jetzt zum Beispiel YouTubes durchsuchen will oder das Web durchsuchen will, in das Land, in welchem man die Keywords recherchieren möchte. Und dann bekommt man eben anhand weiterer Vorschläge erstmal gute Ideen und Keywords. Diese sammle ich dann auch in der Ideenliste hier innerhalb des Blogartikels, ja, so dass ich dann später ja nicht nochmal recherchieren muss, sondern gleich auch dementsprechend die relevanten Keywords habe. Was für über Suggest.io gilt genauso für den Keyword Planner. Der Keyword Planner hat einfach noch den Vorteil darüber hinaus, dass ja ich noch angezeigt bekomme, wie viele Menschen monatlich durchschnittlich nach diesen Keywords dementsprechend suchen. Und so habe ich dann schon im Vorfeld eine grobe Einschätzung, ob es sich überhaupt lohnt, ja, diesen Blogartikel zu erstellen, weil wenn das Thema nicht relevant ist und jemand überhaupt nicht nach dem Thema sucht, wenn dort da noch gar keine Nachfrage besteht, dann macht es auch keinen Sinn, ja, über dieses Thema zu schreiben. Und wer sich viel Zeit sparen will, der kann auch in bezahlte Tools investieren. Da gibt es zum Beispiel den Suggest Hunter, den ich als ziemlich cool finde, ja, der quasi mir diese ganze Recherchearbeit abnimmt und mir dann dementsprechend ja Longtail-Keywords ja schlüsselfertig quasi serviert. Und bananacontent.de ist ebenfalls ein cooles Tool. Es ist ein WordPress-Plugin, ja, das ebenfalls sehr, sehr viel ja Zeit spart. Okay, also wie gesagt, dann sammle ich das Ganze. Ja, die Keyword-Ideen werden gleich mitgesammelt und überlege mir dann, okay, über was möchte ich denn jetzt eigentlich schreiben. Hier noch einen kleinen Tipp dazu. Achte darauf, dass dein Artikel zeitlos ist, weil so stellst du einfach sicher, dass du immer aktuelle, ja, Inhalte für deine Besucher lieferst und nicht ständig deine Artikel dann auch aktualisieren musst. Im zweiten Schritt geht es dann an die eigentliche Recherche des Blogartikels. Nachdem das Thema des Artikels feststeht, muss ja der ganze Artikel noch mit Inhalt gefüllt werden. Und dazu starte ich zunächst mal eine Google-Suche und scanne mir so die ersten, also mindestens die ersten 10 bis 100 Seiten. Ja, das heißt, ich gebe mein Keyword oder dann halt eben nacheinander meine Keywords ein. Und dann scanne ich die Artikel. Das heißt, ich lese nicht jeden Artikel, sondern überfliege den einfach. Und das Ziel ist hier ist einfach erstmal, dass ich die interessanten Inhalte von den weniger interessanten Inhalten dann eben ja dementsprechend trenne. Ja, dazu sammle ich dann gleich die Links zu den relevanten Artikeln, ja, oder zu den relevanten Inhalten, damit ich mich dann später auch im Artikel auf diese berufen kann und auf die entsprechenden Stellen verlinken kann. Das gleiche gilt ebenso für relevante Bücher, für Zeitschriften und auch Bilder. Ja?
Danach sichte ich dann das ganze Material, lege die Themeninhalte fest und überlege mir, was denn so die Big Points sein sollen. Und ja, verfeinere das Ganze dann halt mit meinen Gedanken. Wichtig ist hier, dass du, wenn du diese Sachen scannst, dass du auf keinen Fall abschreibst, sondern es geht einfach, wie gesagt, nur darum, dass du deine Big Points findest und dass du die dann mit deinen eigenen Gedanken dementsprechend anreicherst und dementsprechend verfeinerst. Das gleiche gilt auch für Artikel auf meinem Blog. Ja, so kann ich dann später, auch hier kopiere ich mir dann die Links, sodass ich dann später einfach, ja, aus meinem Workflow raus auf die einzelnen Artikel dann auch verlinken kann. So, und dann sind wir schon beim Content erstellen. Dazu gehe ich einfach wie folgt vor. Zunächst lege ich das zentrale Thema des Artikels fest. Das trage ich dann quasi hier ein, ja, und überlege mir dann, über was ich schreiben will. Auch hier erläutere ich dann einfach kurz, über was ich konkret schreiben will, sodass ich einfach mal einen groben Überblick habe. So, und dann geht es dran, dann erstelle ich mir eine Überschrift. Das heißt, ich kreiere jetzt erstmal ja, Überschriften, versuche immer mindestens 10 Überschriften ja, zu erstellen. Die Überschriften sollten neugierig machen, sie sollten Nutzen beschreiben, ein Ergebnis beinhalten oder spezifisch sein, oder sie können aber auch eine Art, ja, Dringlichkeit vermitteln. Und warum ich gerade 10 Überschriften wähle, hat einfach den Grund. Grundsätzlich dürfen es auch gern mehr sein, aber das Sammeln mehrerer Überschriften hat einfach den Vorteil, dass man zum einen Übung darin bekommt, gute Überschriften zu erstellen, und zum anderen kannst du ja die verschiedenen Überschriften dann später einfach für dein Marketing verwenden und kannst einfach testen, was besser funktioniert. Du kannst eine Überschrift zum Beispiel für den Blog verwenden, die andere verwendest du für Facebook, die dritte Überschrift dann für Twitter und so weiter. Acht einfach darauf, dass die Überschrift dann auch das Keyword dementsprechend enthält. Und jetzt habe ich dann, so wie jetzt hier in dem Beispiel, einfach mal das Keyword Blogartikel erstellen genommen. Und jetzt kannst du mit verschiedenen Techniken arbeiten, deine Überschriften zu kreieren. Du kannst zum einen hergehen, kannst sagen, okay, ich mache es aufgrund von der Überzeugung her, ja, dass ich zum Beispiel hergehe und sage, okay, das Keyword soll in eine Aussage rein, die quasi eine Überzeugung beinhaltet. Zum Beispiel, jede Person sollte Blogartikel erstellen, weil dadurch neue Kunden leichter gewonnen werden können, zum Beispiel. Oder du kannst es als Möglichkeit zum Beispiel formulieren, jede Person kann Blogartikel erstellen. Durch diesen Workflow ist es kein Problem mehr, so oder so ähnlich, ja. Gute Einstiege in Überschriften sind auch, wenn du Formulierungen verwendest, wie warum du Punkt, Punkt, Punkt oder wie du ja, Blogartikel erstellen kannst, eine neue Technik, um Blogartikel erstellen zum Beispiel, oder auch der Einstieg, das sollte, Punkt, 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 das könnte, oder das Geheimnis, Punkt, 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 könnten zum Beispiel gute Einstiege für, ja, für Überschriften sein. So, und dann erstelle ich mir diese Überschriften und lege mich dann ja für eine Hauptüberschrift für meinen Blogartikel fest, und die trage ich dann hier auch ein. So kann ich es dann später einfach nur ja dann dementsprechend wieder per Copy and Paste ja in WordPress einfügen. So, dann erstelle ich im nächsten Schritt die Einleitung. Dazu stelle ich mir drei bis vier Fragen. Und daraus formuliere ich dann die Einleitung. Die erste Frage ist, was ist das zentrale Thema des Artikels? Das trage ich dann hier ein. Die zweite Frage, was ist das Ziel des Blogartikels? Die trage ich dann ebenfalls hier ein. Welchen Nutzen hat der Leser, wenn er den Artikel liest? Auch das wird eingetragen. Und aus diesen drei Fragen, ja, formuliere ich dann ja die Einleitung des Artikels. Die gleiche Technik verwende ich dann ebenfalls, wenn es daran geht, den Hauptteil zu kreieren. Da ist die erste Frage, auf was will ich mich in Bezug auf das Thema konzentrieren? Ja, was ist die Kernaussage des Artikels? Und diese zwei Punkte lege ich fest. Und dann geht es darum, die Gründe für diese Aussage oder die Gründe zu finden, warum die Aussage oder die Gedanken, die ich zu dem Thema habe, warum die wahr sind. Und dann notiere ich mir hier im Einzelnen die Gründe. Das können Erfahrungen sein, Tatsachen, ja, Meinungen, ja, sein. Und die Gründe, die dann hier aufgelistet sind, das sind dann einfach nur Beispiele, ja, um einfach dann den Artikel quasi strukturieren zu können. Und das erfolgt dann quasi im nächsten Schritt.
Ich nehme die Gründe quasi als Überschrift, strukturiere den Artikel, habe dann quasi, wenn ich jetzt 6 oder 7 Gründe habe, habe ich dann 7 Punkte hier stehen. Und jetzt geht es einfach darum, dass ich unter die einzelnen Punkte, dass ich die dann mit Inhalt fülle. Ja, und da schreibe ich dann einfach drauf los. Solltest du auch machen, also nicht groß drüber nachdenken, sondern einfach die Punkte dann mit Inhalt füllen. Und dann geht es an den Schlussteil. Auch hier verwende ich wieder eine Technik mit drei Fragen, Entschuldige, drei Fragen, die ich mir stelle und daraus kreiere ich dann den Schlussteil. Ja? Also die eine Frage ist, was war das Ziel des Artikels? Die nächste Frage ist, was kann man aus dem Artikel lernen? Und das trage ich dann ebenfalls halt wieder an die davor gesehene Stelle ein. Und welches Fazit lässt sich ziehen? So, und aus diesen Antworten, ja, kreiere ich dann quasi einen Schlussteil. Und da kommt dann später nur noch eins dazu, das ist der Call to Action. Der kommt aber erst zu einem späteren Zeitpunkt dann dazu. Im vierten Schritt gehe ich dann daran, die Meta Description zu erstellen und den Blogartikel dann dementsprechend auf die Suchmaschinen vorzubereiten. Metadaten und Suchmaschinenoptimierung ist einfach wichtig, dass du ein besseres Ranking ja in den Suchmaschinen bekommst und dass auch dein Artikel dementsprechend in den Suchmaschinen oder in den sozialen Netzwerken auch besser dargestellt wird. Ja. Dazu gehe ich wie folgt vor. Ich lege mich nochmal für die Keywords fest, das heißt, ich kopiere die hier nochmal an diese Stelle hier rein, überarbeite die gegebenenfalls nochmal oder ändere die nochmal ab, falls es da nochmal Korrekturbedarf gibt. Und der Vorteil ist, wenn ich das dann hier drin habe, dann kann ich später einfach die nochmal rauskopieren, die Keywords, und kann sie dann quasi ja aus dem Workflow raus dann in den Blog mit einfügen an die davor gesehenen Stellen oder sie quasi als Text verwenden. So, dann erstelle ich quasi die Meta-Description. Dazu verwende ich immer Teile aus der Einleitung, aus dem Hauptteil, füge das zusammen und ja, schreibe es gegebenenfalls noch ein bisschen um und lege dann die Kategorien und Tags fest. Ein Tag ist nichts anderes wie ein Schlagwort, ja. Man kann es eigentlich auch als Etikett bezeichnen. Ein Tag beschreibt quasi den Inhalt mit einem Wort. Und die Tags, das sind bei mir in der Regel auch meine wichtigsten Keywords. Und gerade durch das Tagging kannst du halt auch mehrere Artikel mit ähnlichem Inhalt ja zusammenfassen, ja, und die mit quasi mit einem Etikett versehen. Und das kann sich auch wieder positiv auf das Ranking ja, in den Suchmaschinen auswirken. Okay, dann kommen wir zum fünften Schritt, dem Entwurf. Und jetzt ist es relativ einfach, weil ich nur noch mit Copy und Paste arbeiten muss. Ich kopiere mir die Überschrift hier in die dafür vorgesehene Stelle rein. Ich kopiere mir die Einleitung hier rein. Ich kopiere mir das Bild, das ich mit einfügen möchte, hier rein. Ich kopiere mir den Hauptteil hier rein, den Schluss, ja. Den Schlussteil, der kommt ebenfalls rein. Was jetzt noch eben dazu kommt, hatte ich eben schon kurz angesprochen, das ist, dass ich noch einen Call to Action hinterlege. Dazu stelle ich mir einfach die Frage, okay, was will ich, dass der Besucher oder der Leser jetzt als nächstes tut? Will ich, dass er sich in den Newsletter einträgt? Will ich, dass er ja, sich weiter vielleicht auf einen anderen Blogartikel weitergeleitet wird? Möchte ich eine Diskussion mit den Lesern anregen, ja, wie auch immer. Das kommuniziere ich dann hier und erstelle dann quasi dadurch oder daraus ein Call to Action. Und eine Position kommt noch hinzu, die Quellen und Links. Ja, hier liste ich nochmal alle Links auf, die ja, aus denen ich vielleicht irgendwo zitiert habe, ja, oder mich auf irgendeinen Blogartikel ja beziehen möchte. Da kommen dann eben nochmal die Links hinzu. Und dann lese ich mir quasi den Entwurf durch und optimiere diesen Entwurf, verbessere den Artikel so, bis er halt dann für mich eben dementsprechend optimal ist. Und dazu stelle ich mir einfach dann immer noch die Frage, was kann ich noch verbessern? Was im Artikel ist überflüssig, kann man weglassen? Wo ist es oder was hört sich nicht so flüssig an? Ja, meistens lese ich die Artikel laut, da merkt man dann relativ schnell, wo man ins Stocken gerät. Was kann man umändern? Ist meine Grammatik korrekt? Ja, und machen die Absätze an den Stellen, wo ich sie eingefügt habe, machen die dort Sinn? So, und dann kopiere ich den Artikel in WordPress und formatiere den noch.
Ja, falls es noch nicht geschehen ist, auf folgende Gesichtspunkte. Und zwar geht es hier darum, einfach ein besseres Ranking in den Suchmaschinen zu erzielen. Ich schaue, ob das Keyword im Titel vorkommt. Ich schaue, ob das Keyword einmal im H1-Tag mit drin ist, ob das Keyword ja, so zwischen 1 bis 3% im Text vorhanden ist. Also wenn der Artikel jetzt zum Beispiel eine Länge von 100 Wörtern hat, dann schaue ich einfach, ja, dass da so 1 bis 3 Mal das Keyword drin vorkommt, dass das Keyword wenigstens einmal in Bold vorkommt, dass das Keyword wenigstens einmal im Alt-Text vorkommt, dass das Keyword, ja, wenn ich ein Bild mit dem Artikel habe, dass auch dort im Alt-Tag des Bildes quasi das Keyword hinterlegt ist, dass das Keyword in der URL vorkommt, dass das Keyword einmal in der Meta-Description vorkommt. Ja, und wenn das Ganze dann erledigt ist, dann kann ich das quasi hier einfach auch dann dementsprechend dann abhaken und weiß so, okay, der Artikel ist dementsprechend bereit zur Veröffentlichung. Und bei der Veröffentlichung habe ich dann einfach ja nochmal kurz eine Checkliste, die ich kurz vor Veröffentlichung durchgehe. Das heißt, ich überprüfe nochmal die Rechtschreibung, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Ich schaue, ob ich die Bilder, die ich vorgesehen habe, ob ich die eingebaut habe, ob ich die verwenden will, lade die in WordPress hoch, schaue nochmal nach, ob auch die Alttexte mit dem Keyword hinterlegt sind. Dann, ob der Artikel formatiert ist, ja, ob der Text formatiert ist, ob ich interne und externe Links gesetzt habe, lese das Ganze nochmal Korrektur, gegebenenfalls verbessere ich es noch, die Metadaten erstellen und SEO optimiert habe. Wenn das passiert ist, kommt auch hier wiederum ein Haken rein in meine Checkliste. Zur Suchmaschinenoptimierung nutze ich das WordPress-Plugin SEO by Yoast. Kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, weil du auch hier immer wieder Vorschläge bekommst, was du an deinem Artikel noch verbessern kannst, um ein gutes Ranking zu erzielen. Ich schaue nochmal durch, ob ich alles so kurz wie möglich auf den Punkt gebracht habe. Dann lege ich den Zeitpunkt für die Veröffentlichung fest und dann geht es dran, ja, das Ganze dementsprechend auch ja, bekannt zu machen. Veröffentliche den Blogartikel auf Facebook, auf Twitter, LinkedIn oder mach es einfach auf den Plätzen, wo du ja unterwegs bist. Okay, das war jetzt soweit mein Arbeitsablauf zum Blogartikel erstellen und dieser Ablauf, ja, der hat mir halt sehr dabei geholfen, in kürzester Zeit relativ gute Artikel ja zu erstellen. Und wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, einen Kommentar, ja, oder mir einfach ein paar Anregungen ja, mit auf den Weg gibst. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn der Artikel hilfreich für dich war, dass du ihn mit deinem Netzwerk teilst, weil so unterstützt du hier meine Arbeit ein bisschen und man weiß auch nie, für wen ja, der Inhalt hier relevant ist. Ja, in diesem Sinne hoffe ich konnte dir heute weiterhelfen und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Bis dann. Ciao, ciao.